Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW, Folge 148. Ist jetzt etwas länger her, dass ich nicht mehr aufgenommen habe, aber ich habe beziehungsweise einen guten Grund, dass ich nicht mehr aufgenommen habe, weil ich nicht konnte, weil mein Rechner ist abgestürzt. Ja, und hat mir dabei das Windows zerschossen. Das heißt, ich musste alles neu aufspielen, neu einstellen. Und wie das so ist, leider dauert das manchmal etwas länger als gewollt. Weil ich musste dann auch noch die Festplatte wechseln, die C-Platte und naja. Nun gut. Was toll ist, wo wir gerade bei Abstürzen sind, dass wenn ein Rechner abstürzt, können Daten verloren gehen. Wenn WoW abstürzt, ist immer alles gespeichert, weil das Ganze liegt ja auf irgendeinem Server. Von daher ist das praktischerweise noch verdammte Tat geschützt. So. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles so, wie ich mir das toll vorstelle. Dann wäre ich zufrieden. Na gut, wir kriegen trotzdem immer noch drei Kronen. Das ist. Sei es drum. Na, hat sich nicht viel geändert. Ja, funktioniert immer noch super. Ist bei uns. Oh ja, schon einige. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr. Naja, egal. Wir schreiben einfach mal. Geh. Morgen. So muss das sein. Aber so früh schon. Was? Meine Katze macht wieder Blödsinn. Stiefelt wieder auf dem Schreibtisch rum. Noch eine Talbox. Oh, wir haben die Talbox schon mal fast fertig. Schön, schöne Sache. Ich glaube, danach müssen wir gerade überlegen. Danach müssen wir, glaube ich, ach, wie heißen sie denn hier, die anderen Talbuks töten. Die bösen Talbuks. Ne? Aber wir müssen auch die ganzen Vögel töten. Ne? Oh ja. Weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, das Tolle, was ich bei Klick bewegen finde, dass der automatisch Max Range geht. Beziehungsweise Mindestrange. Ja, muss am Anfang zu schießen. Ja, so kann man das nämlich immer toll ausnutzen. Wenn ich jetzt dann raufgehe. Läuft er dann automatisch dahin und fängt an zu kämpfen. Blöd nur in manchen Instanzen. Je nachdem, was man dann für ein Denk hat. Der findet das nicht lustig. Und da ist es etwas enger als hier. Praktisch, praktisch, nicht? Piu, piu.
Habe auch immer nach Auktionen geguckt, einsame verkauft, aber naja, leichte Federn. Wird hier noch sehr viel gebraucht. Für Magier und für Priester. Ich glaube, sonst keiner. Weil Magier und Priester brauchen das einmal für langsamer Fall der Magier und Priester brauchen die Federn für Levitieren. Machen wir es kurz und bündig. Zack, totstellen, fertig. Merkt ihr das, wie wir keinen Mana-Probleme haben durch Aspekt der Viper? Das ist doch super geil, oder? Also das war eines der besten Aspekte, die man haben konnte. Das war wirklich super geil. Mal gucken, ne, haben wir noch nicht. Andere Frage war der schon. Ne, noch nicht. Das heißt, er kann noch eine Stufe aufsteigen. Dann ist er unser bester Freund und wir können noch ein paar Sachen. Oder kann der kann noch ein paar Sachen von uns dann lernen hier. Schon ganz praktisch. Die Frage ist, wie lange bleiben können wir noch hier bleiben? In Nahegrand. 67. Ja gut, haben wir noch gut anderthalb Level. Jetzt sind wir ungefähr 50% vom Level. Daher alles kein Problem. Haben wir mal eine Heilung raus? Auch haben wir schon. Eventuell gleich totstellen schnell. Ja, so ging das. Zack, bumm. Geht's weiter. Da er nicht nur uns meinen könnte, warten wir erstmal, bis irgendjemand was schreibt. Lotti? Leo? Ist man im Fernsehen beziehungsweise im Internet. So schnell geht das. Ja, warum die so früh wach sind? Vielleicht haben die ja frei, oder? Also wir haben ja mittlerweile haben wir schon Kalender hier. Nee, ne? Ich weiß gar nicht, welche Daten wir haben. Ha! Ich glaube, den 22. November. Weil manche arbeiten ja nicht, wenn, wenn zum Beispiel die kälteren Tage sind oder so, je nachdem, was die machen. Gibt es diese Saisonarbeiter oder so, weiß man so? Oder sind einfach nur früh aufgestanden wegen Schichtarbeit. Das kann auch sein. Da geht es mir ja teilweise genauso. Von daher. Aber ich sag mal so, besser so als vielleicht gar nicht arbeiten zu können. Von daher. Was soll das? Schweres Knotenhautleder. Boah. Mops.
Ach, habe ich schon weggekürschnet. Oder? Nee, doch nicht. Da liegt es. Im Gras versteckt. Schweres Knotenhautleder, oder? Mal gerade gucken. Das ist eine gute Frage, ne? Mittlerweile. Oh, wir können bald wieder ein bisschen was herstellen für zum Skillen. Ich weiß gar nicht, was brauche ich, 25 oder 30? Bestimmt 30. Wie das immer so ist. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Mal Leder weg. Hier haben wir an. Ja, davon brauchen wir ja quasi die Leder, also die Beweglichkeit-Dinger. Ich muss mal gucken, was mein Schamane an das, ob ich dann auch tolle Sachen basteln kann. Weil der ist Verstärker-Schamane, hatte ich glaube schon mal gesagt. Allerdings überlege ich ja auch, den umzuskillen auf Heilung. Oh gut. Oh ja, das ist gut. Aber erst den und dann den. Und dann holen wir uns die Zähne wieder. Wir haben schon ein Wilderer. Nur so fliegen hier bei uns. Das ist ja der Wahnsinn. So muss das sein. So, auf ein neues. Kann ich das schon mal wegwürschen? Heilung rausschmeißen. Ah, ich liebe es. Ja, da hat er schon mal 20% gemacht. Allerdings komme ich recht schnell. Ich denke mal durch die Heilung, weil Heilakku ist furchtbar. Schwere Notenleder, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber es gibt glaube ich noch anderes Leder. Hier netter Schwingenleder oder so. Von diesen, netter Stofftaschen gesagt. Von den netter Drachen. Oh ja, ist nur bald fahren, glaube ich. So, den holen wir uns noch. Den holen wir uns noch da. Ja. Akro-Ping-Pong heute hier. Peng-Peng. Toll.
5 Stück haben wir die Quest auch erledigt. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge uns wieder als Let's Play WoW. Ich hoffe, es bleibt, wie es funktioniert. Ich würde sagen, auf Wiedersehen und lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns, auf Wiedersehen.